So, ein Hallo und ein herzlich willkommen zurück zu My Sims. Wir sind heute hier in der Stadt wieder angekommen. Ist ja klar, ne? Ist ja unsere Stadt. Und wir wollen heute erstmal ein paar Sachen wieder bauen. Also an Aufgaben arbeiten, damit wir ein paar Aufgaben loswerden. Und zum einen bauen wir heute Gruftijungen, Alexa und Cedella oder whatever. Erstmal ein cooles Bett für Gruftijunge. Neu. Baldachin. Was soll Baldachin sein? Da vibriert einmal das Handy. Und das sieht episch aus. Das sieht gerade echt episch aus. So, Handy weg. Gut. Wow. Aber es ist auch von der Wii-Edition. Ich muss mir mal kurz wieder überlegen, weil ich sowas echt nicht mehr lange gesehen habe. Aber das mal bauen wir jetzt. Das sieht gut aus. Sowieso. Und so. Jetzt haben wir das meiste auf jeden Fall schon mal weg. Oh, jetzt kommen auch diese Pfosten, ey. Alter, das wird groß. Aber wir machen hier hinten. Wir lassen hier hinten das raus, weil. Hier hinten kommt dann diese Wand hin. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das kommt dann so an die Wand einfach. Deswegen ist das auf einer Seite einfach weg. Aber es macht ja nichts, weil irgendwie sieht das auch so, dann sieht das so auch gut aus. Erst sieht das komisch aus, weil eine Seite fehlt irgendwie. Dann sagt er, oh nee, der Maser, ey, der ist ja so einseitig, ne, so. So, wo haben wir noch was? Da oben haben wir noch sowas. So, dann die Teile noch. Sieht jetzt auf eine Weise komisch aus, weil nur eine Seite bedeckt ist. Aber, es kommt ja noch das meiste. Mal guckt euch mal das an. Ey, das Bett ist schon so weit richtig groß. Soll da unten noch was sein? Ich kann das jetzt gerade schwer erkennen. Das soll einfach so sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall soll hier oben noch was sein, ne? Können wir ja noch reinbauen. So. Und last and least noch diese komischen Bögen. Dann hoffen wir mal, dass wir da irgendwie 40 Teile zusammen haben. Aber das bezweifle ich gerade echt nicht. So. Und zack. Jetzt haben wir erstmal das Bett soweit. Und wir haben 39 Teile. Nö. Wo haben wir denn einen? Achso, wir haben ja eine Seite ganz weggelassen. Okay. Nö. Nein, 39 Teile nur. So, wir fangen an mit den Spinnen. Oder mit den Dornen, keine Ahnung. Einfach mit den Dornen. Oh, das war viel zu nah. Auf jeden Fall ein dunkles Bett mit noch dunklerer Unterlage. So. Und schwarzen Pfosten. So. Wie viele Spinnen haben wir jetzt drin? Kann man hier mal so schön nachgucken. Wir haben nur 10. Ja, nicht Spinnen, sondern Dorn. So, dann dieses komische Blutrot da. Dieses Dunkelblutrot. Können wir gut dafür benutzen, dass wir hier irgendwie diesen Rahmen anmalen. So. Dann malen wir das hier oben auch noch Blutrot an. Und auch die Decke. Immer will man ein schwarzes Dach haben. So, es sieht natürlich jetzt komisch aus, weil auf einer Seite fehlt alles, ne? Aber das ist so geplant. So, was haben wir denn hier noch? Ach, was heißt hier, was haben wir hier noch? Wir müssen ja hier ganz bestimmte Sachen anmalen. So, wie viel haben wir jetzt? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und hier ist übrigens das eine Teil so. 8. Machen wir ganz anders. Wir nehmen das einmal hier runter. So. Und so. Und nehmen uns diesen Balken hier raus und hauen den einmal auch hier hin. So. Dann ist das beides gleich hoch und dann. So. Tada! Dann haben wir auch die 40 Teile komplett. Jetzt müssen wir nämlich 20 Dornen drin haben. Genau. Und das Rest wird mit Spinnen angemalt. So ist das. Wartet mal. Irgendwas muss jetzt noch blau mehr gemalt werden, ne?
Also mit den Dornen. So. Fertig. Damit haben wir ein Bettchen gemalt. Oder gemacht, gemalt, ge whatever. Ich habe gerade echt so ein whatever, ever, ever Flash. Oh mein Gott, ey. Das Dschungelcamp macht mir ein bisschen zu schaffen. Cedella, die wollte ein Bücherregal. Ein Kaffeebücherregal, das sieht so immer schon gut aus. Was in drei Teufels Namen? Und da willst du nur vier Teile drin haben? Bist du behindert? Alter Schwede. Und da wolltest du nur vier Teile drin haben. Komm mal klar, Mädchen. Natürlich nehmen wir hier die dicken Balken, ne? Das ist klar. So, den letzten behalten wir gleich nochmal kurz. Alter! Das ist krank. Das ist echt krank. Aber okay. Das macht ja kein Problem. Übrigens war da die Kugel, die ich gerade übersehen habe. Alter, da willst du nur sechs Teile drin haben. Bist du denn noch von allen guten Geistern verlassen? Okay. Aber es sieht gar nicht mal so schlecht aus. So, was soll ich hier rein? Vier Globen und zwei Äpfel. Inventar, was haben wir denn da alles? Rote Äpfel haben wir bestimmt ganz viele, ne? Globen haben wir 15, okay, das ist erstmal gut. Rote Äpfel haben wir 30 Stück, okay. Dann wird das doch ein bisschen einfacher. Denn das, wir malen. Wie malen wir das jetzt an? Auf jeden Fall die Rückseite rot. So ein saftiges Rot. So, und die Seiten auch. Theoretisch könnten wir alles anmalen. So in Rot. So. Jetzt noch den Globus auspacken. Oh, dieses Blau oder dieses Dunkle gefällt mir. Aber die Kugeln hier oben mache ich weg. Die finde ich nicht so schön unbedingt. Ist so, so finde ich das auch schön. Und damit haben wir das fertig. Nummer 1 ist fertig. Jetzt brauchen wir noch ein zweites. Werkstatt. Objekt bearbeiten. Wollen wir das Bett, die Spirale, kopieren. Ach so. Scheiße. Okay. Muss mich einmal kurz stumm stellen. Einen Moment, Leute. Ich will jetzt einmal stumm. Ich will spielen, aber nebenbei weiter, keine Sorge. Da bin ich auch schon wieder. Hat sich jetzt ein bisschen gezogen, tut mir leid an der Stelle. Aber es gab gerade was zu sprechen und deswegen muss ich kurz, ja, mich stummstellen, weil es geht euch nichts an, was wir zu besprechen haben hier. Nebenbei und vor allem, wenn es privat ist. Also ich bin ja hier mit öffentlichen Themen und nicht mit irgendwas hier, ja, was euch nicht angeht. Oh Mann! Fehlen immer noch ein paar Äpfel. Wieso tust du das mir an? Aber egal, können wir nebenbei schon mal die anderen... Na, ah. Ne, egal, wir müssen ja eh für das 100% Projekt müssen wir alle Sachen auf 100 machen, also auf 99. Essenz und Knappheit. Hier will irgendwie nichts wachsen. Gießen. Mir fällt auch gerade nicht ein, wo ich noch weitere Äpfel habe, also rote Äpfel, gepflanzt. Ich könnte ja mal gucken.
Wo habe ich denn noch rote Äpfel gepflanzt? Vielleicht hier hinten irgendwo? Nee, das sind Kirschblüten. Dann habe ich wohl keine gepflanzt. Aber das müsste ja jetzt reichen. Werkstatt. Objekt bearbeiten. Kopieren. So. So, die Stimme geht weg. So, und jetzt malen wir ein grünes Teil an. Also ein grünes Regal. Ich jetzt mal wieder bestimmt übersprungen, ne? Ja. So, das wird in grün. So ein richtiger Rot-Grün-Fan. Keine Ahnung, irgendwas Politisches vielleicht. Für Rot-Grün. Das ist jetzt. Nein. Wieso die Rot-Grünen? Sagt mir das mal. Ich habe keine Ahnung. So, und wir brauchen. Was brauchen wir jetzt? Achso. Ja, was brauchen wir denn noch? Wäre jetzt klug gewesen, wenn ich die Aufgabe nachgucken hätte können. Machen wir es einfach. Werkstatt. An Aufgabe arbeiten. Zedella. Vier Bleistifte. Wir arbeiten. Ja, okay, er ruft wenigstens das Richtige auf. Das ist vom Vorteil. Ich glaube, ich habe nur vier Bleistifte mit, ne? Sollen wir weit nach hinten scrollen? Ja, exakt vier Bleistifte. Die vom Vorteil haben, dass wir trotzdem ein Blau hier oben haben. Tada! Und damit war es. Ich glaube, das geht sehr viel schneller, als das ganze Regal nochmal neu zu bauen. Aber jetzt gerade so im Endeffekt war das gar nicht schneller, weil wir uns die Essenzen fehlten. An Aufgabe arbeiten. Alexa. Dich können wir auch glücklich machen. Ja. Werkbank. Werkbank? Minecraft! Was? Ja, sonst seid ihr noch ganz dicht, ne? Wo ist das denn eine Werkbank? Nö. Später. Das war jetzt nicht lustig. An Aufgabe arbeiten, Alexa. Wir machen den ganz normalen Schreibtisch. So. Ich meine, der soll aus purem Gold bestehen. Was wollt ihr? Richtiges Sims-Gold, ja? Wie drehe ich die Scheiße? Ach so. Ich habe gerade Steuerprobleme, Leute. Oh, ich stelle mich gerade echt blöd an. So, was muss ich denn alles drin haben? Vier Schrauben und. Ach du Scheiße. Aber bringt das auf eine Idee. Und zwar machen wir jetzt Folgendes. Ja, wir nehmen einmal das hier weg. Oh, jetzt so zwei Schrägplatten. Soweit, so gut. Jetzt müssen wir gucken, dass wir alles richtig anmalen, so wie ich es mir vorgestellt habe. Erstmal so ein glänzendes. Das können wir dann das hier drehen einmal. Oh mein Gott, das ist ja echt blöd. So. Ja, gehst du wohl dazwischen? Dann will ich da eben nicht. So, das ist halt jetzt so eine Stahlbank. Da brauchen wir noch Gold, ne? Gold ist niedlich, das wissen wir alle bereits. Oh, diese Zelle, das sieht aus wie so Holzbank und so. So, und weil du verrückt bist und weil du reich bist, kriegst du hier noch ein bisschen Gold so hingelegt. Simoleons. Oh mein Gott, wie kann ich das hier? Sprungmodus aus. So. So, und ein bisschen Gold. Fertig. So wird man die Teile auch los. Werkstatt. Und an Aufgabe arbeiten. Letztes, was wir jetzt noch machen, bei Alexa den Stuhl. Und dann geben wir.
Ja, komm, bearbeiten wir einfach den Schnee, den wir drin haben. Das ist bestimmt irgendeiner von mir oder so. Ich weiß es gerade selber nicht. Das könnten wir eigentlich mal machen, uns irgendwie selber was Schönes bauen mal wieder. Das gibt nämlich die Prozente der Stadt ziemlich stark an. Ja, erstmal warten, ne? So, und ein dunkler Stuhl. So, und damit haben wir fertig. Jetzt haben wir auch kein Gold mehr, das passt perfekt. Wäre ich nicht drauf gekommen, dass das perfekt passt. So, willst du wohl gehen? Warum willst du nicht gehen? Komm. Ach genau, wir müssen ja eh hier was abgeben. Also ich war gerade überlegen, wo müssen wir denn das Zinn übergehen überhaupt? Weil der Weg ist ja jetzt nicht um die Ecke direkt. Chrysella, Ocidella, Cidella, Citadella, Citadella, Cinderella. Erstmal essen. Was esse ich denn? Yeah, eine Pizza. Easy Pizza. Ist lecker Pizza. Für Kaffee lecker Pizza. Gibt keine Getränke, gibt Pizza. Ich stelle mir ganz komisch bei. Yay, vom Pizza essen werden wir glücklich. So. Die Bücherregale. Ich würde das Fenster ja am liebsten da so an die Wand stellen. Aber das passt da nicht. Wegen dem Stuhl halt hier, ne? Machen wir es anders. So. So, und dann... So. Malen wir auch noch ein bisschen an, weil es ist ja immerhin ein Kaffee. Die Ständer sieht zwar auf eine Weise cool aus, aber... Nö. So, das freut sie. Und den Boden können wir auch noch anmalen. Und zwar in Obstkuchen. Ja, das passt gut. Dann stellen wir die Sachen rein. Und zwar Bücherregal. So, das geht einmal hier so in die Ecke rein. Nicht ganz in die Ecke, weil da ist das wieder in so Pfosten reingebackt. Und daneben direkt den roten Ständer. Fantastische Arbeit, Mase. Ich bin mir sicher, dass den Kunden meine neue kleine Bibliothek gefallen wird. Also Elvira wird sie bestimmt nicht gefallen, ne? So, dann ändern wir hier noch ein bisschen was. Moment. Ja, es wird alles hier umgestellt immer wieder, ne? So. Ey, guck mal. Wer ist da jetzt schon wieder bei Cidella drin? Ja, ne, so. Aber theoretisch müsste man das Bücherregal dann hier hinstellen. Eigentlich ja, ne? Mal diese Überlegung. So. So, als sie passend da stehen in der Ecke. So muss das sein. So. Ist hier so eine kleine Buchecke. Können wir die Kamera ein bisschen drehen. Ja, die Wohnung nimmt langsam echt Platz ein, ne? So. Ist erstmal soweit fertig hier. Ja. Mehr fällt mir dazu nicht mehr ein. Ja, wir stellen das eh noch alles ein bisschen weiter um. Also so ist das nicht, aber... So ist erstmal hier ein bisschen wieder Ordnung drin. Das passt dann so. Oh nein, Albtraum. Kivogi. Ich sprich lieber mit der. Oh, der kommt Dampf aus den Ohren. Ey, ist das interessant. Bananen. Ein Getränkeautomat, das ist neu für mich. Mit Bananen. Also zwei neue Dinge, das wird interessant. Das gefällt mir schon mal, das ist neu. Getränkeautomat mit Bananes. Banana. Erinnert mich an diese Minions von Ich einfach unverbesserlich. Oh ja, das war noch was, ne?
So. Übrigens weiß ich jetzt, woher die Musik ist. Und zwar aus Tobas Restaurant. Der hat nämlich in My Sims Kingdom hat er ein Geschäft und da ist dann halt so, ja, wie kann man es nennen? So ein Restaurant, weil er will nicht mal Crash-Test-Dummy sein. Achso, sorry, das wollte ich gar nicht. Crash-Test-Dummy wollte der nicht mehr sein und hat er beschlossen, ich mache ein eigenes Restaurant auf und dann musst du denen dabei helfen. Warum will er nicht? Geh runter! Alter, der wollte nicht runtergehen. Da taucht auch Victor Vector auf in der Szene. Und der ist ein Hausmeister. Oh ja. So, jetzt so deinen vergoldeten Schreibtisch einmal. Wuhu! Ich habe so ein Gefühl, es kommen eh so ganze Zeit nur glänzende Dinge auf mich zu. Schreibtisch, okay. Stuhl, okay. Du hast gute Arbeit geleistet. Ich werde mich jetzt diesen Entwürfen widmen. Das erfordert höchste Konzentration. Ja, okay. Roboter-Schaltplan. Das freut die. Was soll das eigentlich hier für ein Boden sein? Der sieht eigentlich so geil aus. Den möchte ich gar nicht ändern. So, natürlich gibt es hier wieder neue Aufgaben, wie ich das bestimmt sehe. Dass hier Strom läuft, ne? Das macht mir ein bisschen Sorge, weil hier läuft Strom, da läuft nicht Strom und hier läuft wieder Strom. Das ist nur Deko, ne? Muss man mal überlegen. Ja, genau. Nur am Pennen die Schweine hier. Na, Alexa, was hast du denn noch? Blöck. Oh, 6 Sterne und 6 Sprungfedern. Sterne könnten interessant werden. Ich könnte wirklich eine Pause gebrauchen. Ach, ein Videospiel. Okay, das habe ich jetzt erst gesehen. Ein Videospielautomat. Okay. Verlassen. Und dann gehen wir noch zur letzten Halle und das müsste. Was haben wir denn noch gebaut? Ach, Gruft die Junge, genau. Na, Gruft die Junge. Wie ist die Hölle? Ist niemand da? Dieser Nachtmensch. Hallo, hier geblieben. Ach, der hat da so ein Bücherregal. Interessant. Inventar. So, passt das hier rein eigentlich so? Ah, ich sollte das vielleicht umdrehen, ne? Und dann sollten wir es doch hier so machen. So, jetzt passt das nämlich perfekt da so zur Wand rein. In diesem Bett werde ich garantiert Albträume haben. Es ist perfekt. Ich finde die Idee mit dem Bett, so dass es in die Wand reingeht, ist auch richtig gut eigentlich. Für so ein Horrorhaus ist das gut. So, wir werden weiterhin verfolgen, wie die Sterne hier oben links nach oben gehen. So, Grifty. Der wollte gerade schlafen gehen, das habe ich gesehen. Die Sawamisu. Yay. Ich mal wüsste, was die da labern, ne? Ah, eine Badewanne mit 30 schwarzen Rosen. Das ist natürlich sehr interessant. So, ich will mein Outfit ändern. Öffne. Für den Anfang hat Cobra und Cowgirl gegeben. Nein, geh weg. Ich will lieber ein Spiegel nehmen. So, ich gehe jetzt nochmal nach Hause. Hey, Viola. Ich gehe nach Hause einfach aus dem Grund. Also jetzt hier so nach Hause. Einfach aus. Boy, Speed, Mann. Speed, ey. Ich möchte mich noch an diesem Part umziehen und beenden mit dem Part. Ich weiß nicht, wie lange der gedauert hat, aber ich glaube mal auch wieder. Boah, Flame. Das war jetzt ein Zusammensturz, ey. Das war krass. Ja, wir haben alles rausgegeben. Außer natürlich unser episches Bett. Und wir haben den Spiegel nicht. Was ist es denn? Jetzt die Frage, wo haben wir denn hier einen Spiegel irgendwo? Auf die Stelle ein Spiegel, ohne einen selber machen zu müssen. Oh mein Gott. Das ist so eine Frage, ey. Poppy, da haben wir auf jeden Fall zwei sogar. Das weiß ich sogar. Aussehen ändern. Hoi, hoi. Können wir damit machen?
Nein. Ich will meine Augen wieder. Hui, das gefällt mir schon mal. Was gibt's denn noch? Oh, es gibt so viele schöne Haare, ne? Ich glaube, ich will mal hierfür. Für mir etwas Wilderes. Und Kleidung. Kleidungsmäßig. Oh mein Gott, es gibt so viele dumme Kleidung, ne? Ja, ich möchte mich ja auch mal ein bisschen umstylen, weil ich... Mir geht's auf den Sack, dass ich immer dasselbe habe. Oh, das sieht gut aus. Das aber auch. Wir nehmen einfach das, was ich vorhin so gut fand. Wo haben wir es denn jetzt? Also innerlich gut fand. So, das passt so schön. Das passt doch prima mit den Haaren zusammen. Fertig. Wenn wir auch keine Vampirzähne haben dürfen. Das ist echt gemein. So, Leute. Wir sind ein neuer Maser geworden. Neue Frisur, neues Glück. Und ein Handy, was so Geräusche macht. Im nächsten Part suchen wir wieder erstmal. Ob wir was bauen werden, ich bezweifle es. Wir werden uns den Aufgaben widmen, die Sachen suchen. Ja, und da steht. Dann machen wir einmal eine Aufnahme. Sexy. So, komm mal her. Da. So. Hallo, Masa! Im nächsten Part also gehen wir auf die epische Suche nach den Essenzen. Und bis dahin erstmal Dank fürs Reinschalten, Leute. Und Masa la Vista, Baby.